Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich war über die Jahre leider etwas verhindert, was das Aufnehmen angeht, aber ich war zwischendurch versprochen in der Burg und habe mich eine Runde aufs Ohr gelegt. Und ich habe Folgendes vor. Ich würde gerne die Geschichte weiterbringen in Richtung Endgegner, aber da ist nichts zu holen. Zuallererst gibt es hier noch ein paar Dinge. Also es gibt noch sehr viel zu erledigen im Minental, so ist es nicht. Sehr viel. Und wenn ich sehr viel sage, dann meine ich wirklich viel. Das hat mich selber überrascht beim Ausprobieren offscreen. Nichts zu holen. Aber es gibt tatsächlich noch einiges hier im Minental. Da ist nichts zu holen. Zu tun. Die Sache ist die, ich habe da nicht wirklich Lust drauf, das hier jetzt alles zu machen, sondern ich habe das Gefühl, ich bin stark genug, fast. Und deswegen würde ich gerne mich jetzt in Richtung Endgegner begeben. Aber es gibt noch drei Sachen im Minental, die noch in Anführungszeichen Story-relevant sind. Also nicht für die Hauptstory, aber für die Nebenstory. Für die Geschichte, für die Atmosphäre allgemein. Die würde ich dann gerne noch mitnehmen. Und ich habe jetzt zwar den Eingang zum Orkgebiet freigelegt, aber zuallererst möchte ich dann noch kurz in diese Höhle hier rein, denn hier gibt es noch Dunkelpilze. Und komm, dann nehme ich, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich auch alles mit. Ich will hier nichts verschwenden. Oh, vor allem eine Feuerwurzel, lecker. Die macht schön Mana. Snipperkraut, ja, das könnte auch nützlich werden, wenn ich mal schnell sein muss. Und ansonsten Heilkraut, ja, werde ich halt irgendwann mal essen, ne? Wahrscheinlich offscreen, weil es so lange dauert, mich zu heilen damit. Aber, ja, kann man machen. Warum nicht? So, gut. Wie gesagt, ich habe hier jetzt den Eingang freigelegt. Und, bevor ich jetzt reingehe, würde ich gerne noch einen Blick in diese Truhe. Womit denn? Truhe hier werfen. Links, rechts, rechts, links, links. Und da ist sie schon offen. Ein Gletscherquarz, ein bisschen Gold und ein Fisch. Ich hatte noch grob in Erinnerung, dass sich das nicht wirklich lohnt, die Truhe zu öffnen. Ich habe es trotzdem getan. Womit denn? Nee, Heilkraut, nicht Spanner. Mann. Noch ein Heilkraut. Hey, was sagt's denn? Aber eigentlich will ich hier diese beiden Tränke. Ein Mana und ein Leben tragen. Wobei ich gerade nicht weiß, was für welche das sind. Das sind nicht zufällig die... Nein, es sind keine Dauerwaffen-Boni. So, jetzt zu dem ganzen... zur Frage, warum ich gerade mir diese Pilze in der Höhle geholt habe. Nun, ich habe beim Offscreen-Spielen Folgendes festgestellt. Es gibt ja noch ein paar andere Pilze. Hier so direkt im Orkgebiet. Wo war's? Hier war noch einer. Aber ich muss hier erstmal die Orks abschütteln, bevor ich da weitermache. Hier oben war, glaube ich, auch nochmal irgendwo einer. Und die Sache ist die, die reichen dann tatsächlich, um meinen Mana zu erhöhen. Ach, guck mal, ein Schamane. Na? Kein Dunkelpilz? Butterfleisch. Na gut, dann hole ich mir eben doch den hier. So, und dann ab zur Burg. Tschüss, ihr Orks. Ah, schön. Nee, also ich will jetzt echt langsam die Story vorantreiben. Ja, ich glaube 10 war es, die ich essen musste. Das mache ich ja mal eben schnell. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte das dann exakt ausreichen. Beim letzten Pilz. Ja, Wunderbärchen. Damit habe ich jetzt 227 Mana. Und, naja, ich habe noch genug Lernpunkte, um es um 3 zu steigern. Und ich habe genug Lernpunkte, um den Trank brauen zu können. Ich werde auf jeden Fall in der Hauptwelt noch ein bisschen rumlaufen müssen. Es ist noch 49, ich werde fürs Mittag. Ich werde in der Hauptwelt noch ein bisschen rumlaufen müssen, um mir alles mögliche Kronstöckel zu holen. Und wenn ich das dann mache, dann sollte ich mir noch Tränke brauen können, um meinen Mana auf über 300 zu bringen. Und das ist deswegen wichtig, weil ich dann die Todeswelle zweimal zaubern kann. So, ich möchte jetzt nicht das Risiko eingehen, da runterzufallen. Das lief gerade zu gut. Okay. Gut.
Gut, dann lasse ich mir hier mal stehen. Denn es gibt noch einen anderen Eingang in das Ork-Gebiet. Der ist zwar nicht storyrelevant, wie gesagt, ich würde jetzt eigentlich storyrelevante Dinge tun, aber die beiden Ork-Eingänge freizulegen, war mir dann doch noch wichtig, weil da einfach sehr viel an Erfahrung zu holen ist. Ich hoffe mal, das geht von der Seite. Ich habe es nur von der anderen Seite probiert, aber es ist natürlich jetzt, nachdem ich geschlafen habe in der Burg, geschickter, das von der Seite zu versuchen. Nämlich da unten, da war ich ja schon mehrfach. Da habe ich mehrfach dran versucht, mit Biff unter anderem. Problem ist nur, es sind einfach zu viele und wenn ich Biff dabei habe, also Massensterben oder die Todeswelle, ist ja das gleiche, ist ein Ding unter zwei Namen. Das eignet sich dann natürlich hervorragend, aber nicht, wenn ich Biff dabei habe, weil der geht dann auch drauf. Und naja, Biff würde ich dann gerne doch irgendwie mitnehmen, ne? So, zur Richtung Endgegner. Nach Irodorat. Tada! Na, wer sagt's denn? Alle auf einen Streich, sehr gut. Beim Offscreen-Testen habe ich tatsächlich alle bis auf den Schamanen erwischt. Sehr gut. Der hat auf jeden Fall noch zwei Mana-Tränke dabei, finde ich gut. Schau, die haben gelegentlich auch noch irgendwelche Tränke dabei. Siehst du hier einen Heiltrank? Der lag gerade auf seine Axt. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Da habe ich die Axt genommen. Nichts zu plündern. Und dann ist der Ork ein kleines bisschen tiefer gerutscht. Witzig. Nun denn, was haben wir hier drin? Hier wollte ich ja eigentlich rein. Ah, links, links. Links, links, rechts, rechts. Okay, das war einfach Gold, Pfeil, noch ein bisschen Mana. Ja, das kann man machen. Apropos Mana, fällt mir da gerade ein, ich habe noch keine 200. Das heißt, ich habe noch keine 300, sorry. Das heißt, ich muss hier nochmal ein bisschen auffüllen, damit ich die Todeswelle nochmal zaubern kann. Denn es gibt noch eine weitere Stelle mit vielen Gegnern, die ich umlegen möchte. Und mir fällt gerade ein, wenn ich das mache, brauche ich ja noch mehr Mana. So sollte das reichen. Nämlich die ganzen dämlichen Drachensnapper da drüben. Die nicht zuletzt auch die Schürferkolonie bedrohen, ne? Und da wir ja das Erz brauchen für den Krieg gegen die Orks, dachte ich mir, helfe ich da mal eben ein bisschen aus. Außerdem liegt es quasi auf dem Weg. So, ich glaube, das hier ist die große Gruppe, oder? Genau. Hier war ich nämlich auch mit Biff. Ui! Das war jetzt ganz schön knapp, muss ich sagen. Knapper, als ich das wollte. Da ist nichts zu holen. Das alles nur, weil ich ganz kurz gezögert habe. Beim Umswitchen von Blitzschlag auf Todeswelle. Was diese halbe Sekunde so ausmachen kann. Unglaublich. Okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen näher rangelaufen als im Training. Das kann auch sein. Ich fordere hier mal die ganzen Dinge, die so wenig Anzahl haben. Na, das gefällt mir alles nicht. Das muss alles weg. Es braucht so viel Platz im Inventar. Weg mit dir. So, Feldrübe. Brauche ich die? Keine Ahnung. Ich esse sie mal. Und dann sieht das Ganze doch schon besser aus. So, noch ein kleiner Heiltrank hinterher. Und damit ich zaubern kann. Noch ein bisschen. Wie viel Mana habe ich? 112. Das reicht. Das reicht für genug, glaube ich. Okay, noch mehr davon. Die erledige ich einzeln. Da kenne ich nichts. Das heilige Geschoss funktioniert leider nicht bei Drachensnappern. Habe ich ja schon ausprobiert. Wahrscheinlich, weil sie keine bösen Kreaturen sind, sondern ganz normale Tiere. So. Da war ich gerade tiefenentspannt, weil ich genau wusste, die brauchen nur noch einen Schlag. Ups. Nee, das muss schon richtig benannt werden. Ja, das ist schon wichtig.
Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, was ist denn hier los? Die prügeln sich. Sind da Orks drin? Dann fülle ich immer eben mein Mana auf. Was ein Sterben ist hier vielleicht? Nicht ganz angebracht. Ja, sowas hier. Naja, ihr seht schon. Die Orks haben die Minenkolonie, die Schürferkolonie überfallen. Das ist ja nicht so die feine Art. Oh je, sind jetzt alle tot? Hilfe! Ich auch gleich. Und da sind noch die Drachen selber. Oh nö! Hört auf, mich zu verfolgen! Also, das hier ist das eine, was ich so quasi story-relevant fand. Weil ich ja hier schon mal war. Im Verlaufe der Geschichte. Und jetzt wird halt diese Schiffe einfach von Orks überfallen. Und ich fürchte, ich konnte sie nicht retten. Das ist sehr traurig, schade. Der Vorteil allerdings hingegen ist, dass ich da jetzt einfach nochmal hingehen kann, wenn wirklich alle Menschen tot sind. Und einfach mit der Todeswelle durchgehen kann. Für Innos! Für Innos! Kann ich einfach mit der Todeswelle durchgehen und dann. Ich hab mir das schon gedacht. Ist das Problem mit einem Mal einfach gelöst. Und selbst ist er dann. Und genau, direkt nebenan gibt es da nämlich noch eine Kleinigkeit, die mache ich vielleicht sogar zuerst. Dann kriege ich nochmal ein bisschen was mit, was da passiert. Genau, ich will euch nicht auf die Folter spannen, sondern ich mache das mal eben so. Ich glaube, von den Tränken kriege ich noch genug. Da muss ich jetzt nicht geizig sein. Der kürzeste Weg dorthin sollte wieder hier unten rum führen. Von hier aus. Ja, genau, das passt. Genau. So, dann, wenn wir jetzt ein bisschen Leerlauf haben, dann erzählt doch mal so ein bisschen in den Kommentaren, wie euer Silvester, euer Weihnachten so war. Haha. Weil bei mir war das. Ja, war okay. Kann mich nicht beschweren. Tat gut, mal paar Wochen die Füße hochzulegen und nichts zu tun. Leider auch nicht aufnehmen, wie ihr sicher gemerkt habt. Aber gut. Hey, ich bin wieder da. Keine Sorge, ich werde dieses Spiel zu Ende spielen. Ich werde dieses Spiel nicht abbrechen. Das kommt mir nicht in die Tüte. Das geht auf jeden Fall bis zum Ende. Ihr könnt ruhig dranbleiben. Na, ich will da hoch. Kann ich ja nicht einfach hochlaufen? Na, ach nö. Da bin ich schon extra schnell. Ach komm schon. Da kann man hoch. Junge. Was tust du? Okay, da kann man nicht hoch. Da kann man nicht hoch. Das ist dann leider doch keine Abkürzung. Na? So. Wollte nicht zu tief fallen, weil sonst kriege ich Fallschaden. Da habe ich mich doch gerade so schön geheilt. Nun gut, da links war nochmal zwei Drachen-Snapper, die lasse ich mal sein. Die 600 Erfahrung, die brauche ich wirklich nicht. Oder 800. Da hole ich mir doch lieber die Orks. Die Frage ist, gibt es hier noch Menschen? Und die Antwort auf diese Frage ist nein. Ja gut. Mich halt leider auch nicht mehr. Oh Mann, wie ist das denn passiert? Wie ist das denn passiert? Ich hab doch... Ups. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt. Na gut, dann machen wir das eben so. 162 und 50. Dann eben ohne schnell zurückgehen und ohne schlafen. Habe ich mir immerhin den Geschwindigkeitsrang gespart. Dafür brauche ich halt ein paar mehr Heiltränke. So, nun, ihr habt gesehen, ich kann die Menschen da drin ohnehin nicht retten. Das heißt natürlich nicht, dass ich sie töten würde. Sondern das Ganze lasse ich natürlich Orks erledigen.
Aber... Oh, wo kommt der denn her? Hey, was macht ihr denn hier? Lass mich in Ruhe. Stimmen sie jetzt gegenseitig? Ach nee, den Mode Red. Ah, da ist ein Drachensnapper. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Dann springe ich aber eben in die Sicherheit des Wassers. Ich hoffe, der Drachensnapper kommt nicht mit. So ein Blödsinn. Ich dachte, ihr seid mit den Menschen da drin beschäftigt. Bei der Schürfermine. Oder Mine bei der Kolonie. Was? Nein! Bleib im Wasser! Ah, das gibt's doch nicht. Das ist doch unglaublich. Nicht zu fassen. Okay, dann... Probieren wir das Ganze mal ein bisschen anders. Und ich frage mich gerade, wie mich der Schamane innen drin gesehen hat. Ehrlich gesagt. Frage ich wirklich. Vielleicht war ich zu nah dran. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich laufe hier mal oben rum. Ich lasse doch mal den Schamanen da in Ruhe. Die prügeln sich dann. Ah, da hat er nicht gesehen. Da kann er durchgucken. Okay. Ich lasse mal den Schamanen da drin einfach. Und den Schamanen da unten einfach sein. Naja, gut. So viel dazu. Immerhin, den Bark habe ich noch erwischt. So, und dann hätten wir hier doch noch... Genau. Lassen Sie mich in Ruhe. Ein Eisblock bitte. Und dann... werde ich noch den Drachensnapper hier machen. Genau, das reicht nämlich schon für den... Nein, was ich eigentlich tun wollte... Das war doch gerade der Drachensnapper. Was ich eigentlich tun wollte, war... die Orks abschütteln... und dann mit dem hier reden. Hey, du! Krotok, ja, wart! Warte! Ich dich wiedererkennen. Du Freund Mensch! Mit weicher Stimme! Freund töten bösen Dämon Krushak! Ein sprechender Ork? Du vergessen Urshak? Machen traurig mich. Urshak helfen Freund viele Tage vorher, zu bekommen Ulumulu für gehen in mein Dorf. So Orks respektieren Freund und Freund nicht sterben durch Hand von Orks. Freund dann gehen in tiefen Ork-Tempel und verbannen bösen Dämon. Viele Tage vorher, du nicht mehr wissen? Doch, natürlich erinnere ich mich daran. Ich wollte einfach nur diese Zusammenfassung hören. Das ist hier das Urshak. Das ist der Ork, den ich im ersten Teil aus der Höhle gerettet habe, der mir dann geholfen hat, das Ulumulu zu kriegen. Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urshak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg, verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Naja gut, dieses Stärkeverbergen geht natürlich in beide Richtungen, ne? Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Orks Spätrupp, zu bringen Urshak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Das Problem ist, Hoshpak ist tot. Warum gehst du nicht zu ihm?
Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spätrupp. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben Glück heute. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Orkkrieger. Genau, hier hätte ich... Also so hätte ich eigentlich rausfinden sollen, wo der Hoshpak ist. Ich habe den zufällig halt so gefunden. Nun, schauen wir mal, was er dazu sagt. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Lustaso. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Schaman. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer und bringen Hoshpak letzte Ehre. Urshak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urshak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Freund, besser gehen jetzt über Pass. Warte mal. Gut, jetzt kann ich ihn nicht mehr ansprechen. Ich soll besser über den Pass gehen. Ist das Urshak, der gerade die Töne von sich gegeben hat? Freund, besser gehen jetzt über Pass. Ja, ist okay. Aber nein, das ist nicht der. Oder? Doch, was ist der? Okay, so ein Ork-Elite da unten. Ein Ork-Krieger da unten. Da ist noch ein Schamane. Ich warte hier lieber mal, bis Urshak außer Reichweite ist. Nicht, dass ich ihn aus Versehen noch mit meinem mit einer Todeswelle erreiche. Das wäre natürlich ärgerlich. So, ich brauche noch genau 40 Mana. Das wäre Verschwendung eines Trankes. Aber ich werde auch keine Feuerwurzeln essen, denn die brauche ich ja für Tränke. Und außerdem brauche ich dann noch knapp 100 Leben. Ja, das passt schon. Viel wichtiger ist, dass ich hier an dieser Stelle speichere, bevor ich mich wieder mit den Orks da unten anlege. Denn das ging ja schon mal ziemlich schief, ne? Und das soll es ja nicht wieder tun. Ach, guck mal. Der Varg. Das war der, der mich hier begrüßt hat, als ich vom Ork-Tempel... Ey! Mist! Ich dachte eigentlich, dass das wirkt gegen die... Das war so zumindest... meine Erfahrung, die ich gemacht hatte, dass die Vargs irgendwelche bösen Viecher sind und das gegen die wirkt, das heilige Geschoss. Das dachte ich jedenfalls. Tja, so kann man sich täuschen. Hm? So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich da rein und kann die alle umlegen? Ich habe da so eine Idee. Ich muss das mal eben ausprobieren. Ich trinke den Trank, dann nehme ich mir das Wasser in den Sterben und hoffe, dass ich sie alle kriege. Bevor sie auf mich draufhauen, außer vielleicht der Schamane. Na. Oh, noch eine Elite. Ach Mann. Gut, dann muss ich nochmal kurz weg. Dann muss ich hier nochmal kurz weg. Gut. Das Schöne ist, wenn ich so schnell bin, kann ich sie auch wieder abhängen. Das funktioniert leider nicht, wenn ich nicht so schnell bin. Aber hey, wisst ihr was? Wenn ich schon mal dabei bin und so schnell bin, dann kann ich auch die beiden hier mit reinlocken. Na? So. Lebt hier jetzt noch irgendjemand? Sieht nicht so aus. Gut, dann schnappe ich mir die Dinge. Nichts zu holen. Von den Orks. Naja, die Waffen brauche ich nicht. Gut, ein Wagfell. Das ist ein Wagfell, nehme ich. Das kann ich verkaufen. Halbpflanzer nehme ich gerne auch, genau wie Gold. Und ein Mana-Elixier. Hey, hier lagen noch gerade noch tote Menschen. Wo sind die hin? Was sind die? Die spawned. Schade. Ich wollte sie. Ich wollte ihnen helfen, genau. Mit erster Hilfe. Wiederbeleben und so. Orkisches Kriegsschwert. Nee, kannst du behalten. Brauche ich nicht. Ist eh nichts wert.
denn? Gut, dann war ich ja drin. Das war das eine quasi questrelevante Ding. Ding. Genau, das war die eine Sache, die Schifftruppe hier wurde leider von Orks überfallen und komplett getötet. Was natürlich den Krieg gegen die Orks noch ein wenig aussichtsloser macht. Weil... Für Innos. Weil wir natürlich das Erz brauchen, um Erzschwerter zu schmieden, die wir gegen die Orks benötigen. Und sollte wirklich nicht verdienen. Aber gut. Ich sag mal so. Die Folge ist jetzt schon wieder viel zu lang. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Wenn ich nochmal kurz im Orkgebiet... was für ein Glück. Wenn ich nochmal kurz im Orkgebiet bin, um die letzte Sache im Orkgebiet zu erledigen. Und dann gehe ich rüber nochmal zum Eisgebiet, denn dort sind ja noch Silvio und sein Kollege. Mit denen habe ich doch gar nicht gesprochen, seit ich den Eisdrachen umgelegt habe. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, außerdem noch einen Troll oder zwei auf dem Weg. Und wenn ich das erledigt habe, dann bin ich quasi fertig im Minental. Da muss ich ja noch zurückgehen. Und dann gehe ich weiter in Richtung Endgegner und also in Richtung Iodorath. Und dann neigt sich dieses Spiel auch schon dem Ende zu. Tja. Schade eigentlich. Ich mag's. Ich mag das Spiel sehr. Aber gut. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.